Seine Erfindung könnte Kurt Wohlgemuth ohne weiteres auch auf die leichte Schulter nehmen. Mit ihr ist der italienische Treppenbauer aus Südtirol hierher nach München gekommen. Auf der renommierten Fachmesse Bau zeigt er einfach genial Scavo. Andrang an seinem Messestand wegen des weltweit einzigartigen Verfahrens, um Treppen aus Beton zu bauen und dabei Zeit, Kraft und Geld zu sparen. Scavo ist eine vorgefertigte Schalung und erleichtert den Bau von Betontreppen auf der Baustelle. Der war bisher recht aufwendig. Entweder mussten schwere Fertigteile mit einem Kran montiert werden oder Fachleute zimmerten auf der Baustelle eine Treppengussform aus Holz, die später wieder entfernt wurde. Das kostete viel und dauerte lange. Ein Aufwand, der mit dieser vorgefertigten Gussform seit 2010 entfällt. Sie wird schon im Werk mit Stahlarmierungen versehen und später nicht mehr entfernt, sondern gehört dann als fester Bestandteil zur fertigen Treppe. Jedes einzelne Schalungssegment wird maßgerecht aus Styroporblöcken geschnitten, millimetergenau mit computergesteuerten Fräsmaschinen. Damit kann jede Treppenvariante in Gussform gebracht werden. Doch warum ausgerechnet aus dem Kunststoff Styropor? Wir haben auch mit anderen Materialien Versuche gemacht und Styropor erwies sich als ein sehr guter Werkstoff, sehr leichter Werkstoff, der sich auf der Baustelle sehr gut bewegen lässt. Ohne Kran, von nur einem Mann, selbst über mehrere Etagen. Ein Schalungsteil wie dieses hier wiegt etwa so viel wie der Getränkekasten. Das macht sich gut auf dem Bau, spart Kran und Kraft. Die Arbeiter können die Einzelteile ohne besondere Anstrengung zusammenfügen, auch in engen Räumen. Die Styropormodule werden zusammengeklebt. Festen Halt bekommt die Schalung durch Stahlträger in der Hauswand und durch Verschrauben an Boden und Decke. Sobald alle Schalungsteile zusammengesetzt sind, kann das Ausgießen der Formen beginnen. Dabei verbindet sich die Kunststoffverschalung untrennbar mit dem Beton. Beide werden zur Treppe. Der Schalungsbaukasten ermöglicht auch nicht spezialisierten Arbeitern den fachgerechten Treppenbau. Das Verfahren ist bereits patentiert. Aber sind Treppen, die nach dieser Technologie hochgezogen werden, auch stabil und sicher wie Betontreppen in bisheriger Bauweise? Treppen, die mit meiner Erfindung gebaut werden, erfüllen alle internationalen Normen, sind genauso stabil wie jede herkömmliche Betontreppe und werden im Neubau wie auch in der Altbausanierung eingesetzt. Dabei lassen sich gegenüber der üblichen Verschalung die Hälfte der Bauzeit einsparen und etwa 20% der Kosten. Das dürfte auch nach der Messe Treppenbauer auf die Erfindung aus Italien neugierig machen.